Hi und heute wirklich herzlich willkommen zu einer absoluten abgefahrenen Ausgabe. Wir haben heute die Desert Eagle 50 AE für euch. Hey friends, I made a video in English. Check it out. Wie immer aus Sicherheitsgründen sind die Waffen entladen und sicher. Und jetzt kann es auch schon losgehen. Heute haben wir euch dieses wunderschöne Schmuckstück. Made in the USA. Tatsächlich gibt es mehrere Versionen. Mittlerweile werden die Desert Eagle ausschließlich in den USA hergestellt. Von der Firma Magnum Research, früher von der israelischen militärischen Waffenschmiede IMI. Diese Waffe ist ein absoluter Stahlklotz. Wir kennen ihn alle aus Filmen wie Matrix, wo Agent Smith hinter Morpheus hergeschossen hat. Anscheinend gibt es dafür ganze vier verschiedene Munitionstypen. Die 357er Magnum, die 44er Magnum, 50 AE und dann gibt es noch ein Zwischending, die 429 DE. Selber habe ich davon noch nicht viel gehört, aber wir haben hier the real deal, das große Kaliber 50 AE. Dann kurz mal zu den Daten. Shoutout an Vienna Arsenal und an Bravo Series 6 und an Tech Merch. Dort bekommt ihr Tactical Merchandise für Sie und ihn. Die Gesamtlänge hat 273 mm. Beim kurzen Lauf haben wir eine Gesamtlänge von 273 mm. Bei dem langen Lauf eine Gesamtlänge von 374,65 mm. Magazinkapazität 9 Schuss für die 357er Magnum, 8 Schuss für die 44er Magnum und die bekannten 7 Schuss für die 50 AE. Die Lauflänge ist bei der kurzen Version 152,4 mm und bei der großen 254 mm. Beim Preis muss ich sagen, ich habe für Deutschland noch keinen Händler gefunden. Wahrscheinlich ist es schwierig, einen Händler zu finden. In den USA fangen bestimmte Ausfertigungen dieser Magnum Research Desert Eagle bei 1.900 Dollar an und gehen hoch bei bis zu 3.200 Dollar. Was ist das Besondere daran? Das ist ein Gasdrucklader. Und was haben wir hier drin? Ein Drehkopfverschluss. So wie wir es beim G36 zum Beispiel kennen oder bei AR-15-Systemen. Die Waffe hat so viel Platz, dass selbst so ein System da drin Platz findet. Allgemein ist es ein wunderschönes Gefühl, diese Ikone mal in der Hand zu haben. Wir sehen vorne gleich ein bisschen Öffnungen, um überschüssiges Gas rauszulassen. Und was hier auch speziell ist, der Verschluss geht nur nach hinten. Der Lauf ist komplett starr. Wir haben auch eine einseitige Bedienung nur, ne, für links. Sieht auch nicht so aus, als könnte man das jetzt hier umbauen. Genauso wie mit dem Magazin-Auswurfhebel. Da ist auch nur für die eine Seite. Ein verdammt langen Beaver Tail. Das macht es auch ein bisschen möglich, die richtig zu halten. Und wir haben vorne eine Picatinny-Schiene drauf. Damit können wir natürlich eine noch irrsinnigere aussehende Optik draufschrauben. Und was dieses Ding kann, sehen wir auf der Range. Desert Eagle ist überraschenderweise leicht zu schießen und angenehmer als ich erwartet hatte. Indoor ist es durch den extremen Druck nicht so toll, sie zu schießen und Munition ist natürlich auch schwer ranzubekommen. Ansonsten ein wirklicher Genuss. Nice. Jeez. All right, so.
AE.